Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier und haben diesen Aktenkoffer uns besorgt, der da in dem brennenden Fahrzeug war. Und wir haben dadurch dieses TG-01-Material bekommen, was wir tatsächlich da vorne an dem 3D-Drucker benutzen können, um diese Metallgegenstände zu kopieren. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter, Freunde. Das heißt, wir können dann tatsächlich auch unsere Waffen kopieren, denke ich mal, ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich so, ja. Ganz genau, es war ja hier vorne, ne? Hier hatten wir schon das die Adlermedaille reingelegt. Und jetzt würde ich sagen, Claire legt dieses Material hier rein. Wow, schaut euch das mal an. Technik, die begeistert, liebe Freunde. Technik, die begeistert. Oh, Duplikation beendet. Wow. Alles klar, Legierungsemblem. Diese Maschine werde ich nicht mehr brauchen. Verdammt! Ja, jetzt sind sie eingebrochen, ne? Ist klar. Jetzt sind sie eingebrochen. Ich muss aber noch mal an denen vorbei. Und ich kann die Uzi ja gar nicht mitnehmen. Oder wartet mal, doch. Ich kann die Uzi mit... Die ist vorne drin, verdammt! Die Uzi ist da vorne drin. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, toll. Wie komme ich jetzt an dem vorbei? Habe ich ein Messer? Kann ich messern? Habe ich hier irgendwas, womit ich mich wehren kann? Gar nichts, ne? Ich habe gar nichts. Ja, okay, dann rennt aber an ihm vorbei. Gut, den haben wir umkurvt. Oh, da ist noch einer. Oh Gott, noch zwei. Ach du Kacke, hier. So. Okay, bitte die aus dem Fach entnehmen. Ja, dann bitte. Gib mir die Uzi, ey. Verdammte Kacke. So. Claire. Rüste die Uzi aus. Und dann hier und dann... Ach. Die schießt gar nicht automatisch. So, dann... Mach die weg! Die blöden Dinger hier. Oh, wie viel halten die aus, ey? Okay. 9 Schuss. 9%. Alles klar, das heißt, wir haben... Aber hier komme ich nicht rein. Aber ich mach den trotzdem mal weg. Ah, dafür ist der aber schon mit 3 Schuss tot. Wie sieht's aus mit unserer Gesundheit? Orange. Alles klar, dann brauchen wir jetzt die Kräuter und benutzen. Genau. Alles klar, ja, hör jetzt auf hier, du blöder Alarm. Mach das Ding aus. Ja, ist gut. So. Alles klar. Das heißt aber, wir können dieses kopierte Emblem jetzt tatsächlich da draußen einsetzen und mal gucken, wie es da weitergeht. Da bin ich echt mal gespannt jetzt. So, wir haben hier unsere Uzis. Oh, was ist denn... Na toll. Da hätte ich drauf schießen können. Ich Idiot. Ich Idiot. Na gut. Claire, nutzt dieses Emblem. Was? Das ist jetzt nicht möglich. Wie? Wie? Hä? Okay, da muss ich mal gucken. Ach, okay. Wir müssen es gar nicht hier machen, ne?
Wir müssen das gar nicht hier machen, sondern wir müssen da unten im Gefängnis nochmal weiter. Das heißt, wir müssen unsere Waffe wieder ablegen. Oh Gott, was ist denn jetzt, ey? okay. Dann machen wir das halt. Sind hier jetzt noch... Ja. ist gut, Junge. So, ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Das heißt aber auch... Ah ne, hier ist dann auch zu, ne? Okay. Aber gut, Freunde. Wir haben zumindest jetzt ein paar Zombies weggemacht. So. Gut. Dann macht das Ding nochmal aus. So. Oh Mann, Freunde. Das ist ein Let's Play, ich sag's euch. Die rennen da noch draußen rum. Ja. So, kann man hiervon jetzt irgendwas mitnehmen? Ein Heilspray, das kann ich mitnehmen. Ja, stimmt. Das werde ich auch brauchen, denke ich. oh Mann. Das ist schwer. Das ist echt schwer, Freunde. Ja, genau. Dann bin ich mal gespannt jetzt, wie das hier... Aber was sollen wir jetzt hier mit der Adlermedaille anfangen? Naja, okay. Schreibmaschine. E-Mail von Leon. Viele Manager-Materialien. Überweisungsschirme vermutlich, um die Gefangenen zu beobachten. Frage ist, was soll ich jetzt mit der kopierten Adlermedaille anfangen? Hm. Das ist jetzt gerade mysteriös, muss ich sagen. Das ist nur der Anfang, da brauchen wir nichts mehr mal zu machen. Verstehe ich gerade nicht, Freunde. Was zur... Wo müssen wir jetzt weitermachen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht hier irgendwas? Verschiedene Arbeitsmaterialien. Was müssen wir jetzt hier machen? Können wir das wieder mitnehmen? Die Maschine werde ich nicht mehr brauchen. Langsam bin ich verwirrt, muss ich... langsam bin ich verwirrt. Hä? Da hinten? Da in dem Haus? Ach, wartet mal! Da oben das Tor, das leuchtet grün. Ah, alles klar. Das heißt, wir müssen hier komplett raus. Scheiße, das heißt, ich muss auch mein... Oh Gott. Ich muss auch meine Heilung wieder ablegen. Ja, toll. Das heißt, wir können da oben weiter, ja? Okay, ich verstehe schon, Freunde. Oh, alles klar. Aus diesem Fach entnehmen. Ja, dann nimm das mit. Die Waffe auf jeden Fall. So, was das auch? Das Zeug nehme ich jetzt mal alles mit. So. Ich meine, wir haben ja noch keine Item-Probleme. So. Dann gucken wir mal. Meine Güte, ey. so. Ja, genau. Dann gucken wir mal. So, gucken wir aber weiter, was hier Sache ist. Ich höre hier die Zombies im Hintergrund. Und, ja, dann gucken wir mal weiter hier. Gut, Freunde. Dann hoffe ich mal, dass wir die Tür da oben... Oh Gott, tatsächlich aufkriegen. Und lauf schneller. Oh Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Alles klar hier. Ah! Was ist das denn? Warum laufen hier wieder Zombies rum? Drei Stück. Sie ist vollständig zugenagelt. War das nicht hier? Nee, das war genau in der anderen Ecke. Oh Mann. Oh shit. Ich will die eigentlich doch gar nicht machen hier. Noch gar nicht wegmachen. Die sind so langsam. Ja.
Hier oben? Das hier? Ah, das Haupttor des Gefängnisses. Es ist abgeschlossen. In der Höhlung ist das Bild eines Adlers eingraviert. Okay, alles klar. Da bin ich ja selber drauf gekommen. Das ist schon mal gut. Alles klar, ja, dann geh da rein, Claire. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, großes Tor. Mit Zombie-Gejammer. Was zur Hölle? Die Türe wurde völlig zerstört. Vollständig zerstört. Oha! Was ist denn dit? Ein Jeep. Von dieser Seite aus komme ich nicht weiter. Boah. Ja, das Gefängnis wurde halt angegriffen. Ne? Von dieser Seite aus komme ich nicht weiter. Wahrscheinlich von Umbrella oder so. Oha! Ach, guck mal! Da liegt doch Buddy da oben. Hehe, mitnehmen. Schön die Buddy mitnehmen, Claire. Von der anderen Seite dann, alles klar. Gut, ich verstehe. Aber was für ein diesiges Wetter hier, ey. Das ist richtig unangenehm. Ah, danke. Danke, danke, danke. So. Dankeschön. Ihr seid nett. So. Wir haben jetzt natürlich unser Messer dabei, weil ich halt nicht weiß, ja. Ja, wie war da jetzt, ob wir das überhaupt brauchen werden. Aber ich nehme es einfach mal mit. 15 Schuss, die kann man ja direkt hier nachladen, ne? Ach nein, das wollte ich nicht. Ja, ja, ist gut. So, kombinieren, hier rein. Genau, da haben wir auch schon wieder einen Menüplatz frei, okay. Sehr schön. Boah, schaut euch mal diese Grafik an. Das ist schon echt gut, muss ich sagen. So, und mal gucken jetzt, ob wir hier noch irgendwas... Aua! Feuer. Schieberätsel? Oder was ist das jetzt hier? Sieht so aus, ne? Schieberätsel? Wie klassisch, Freunde. Wie klassisch das einfach ist. Oh, stopp. Ja. Aber ich denke, wir kommen da so rüber, oder? Wenn wir das einfach da hinschieben... Claire, geht drauf. Kommst du da drauf? Ja, sehr gut. Ah, okay, okay. Ich hab's schon gecheckt. Hier hinten nochmal reinschieben. Genau, Freunde. Sehr cool. Und dann können wir hier hinten. Und dann hier, zack. Genau. Treppe hoch. Oh Gott, es geht hier immer weiter, du. Irgendwie habe ich hier Schiss, ich weiß auch nicht. So, ah. Tock. 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 Diese Ladesequenzen. Ja, alles klar. Aber wir haben ja jetzt wieder unsere normale Pistole. Ach, diese Steuerung. So. Wir haben ja unsere normale Knarre wieder. Wartet mal, haben wir vielleicht hier irgendwie ein Fass oder so? So. Okay. So. Ach, wie viel halten die aus, sagt mal. Der ist doch nicht mal tot. Doch, der ist tot. Okay. Alles klar. So. So, das heißt dann aber auch, dass wir hier bald keine Muni mehr haben wieder. Alles klar. Dann nimm die Uzi in die Hand und schieß ihn ab. So, der ist kaputt. Sehr schön, Freunde. Wo sind wir denn hier, sag mal? Da ist auf jeden Fall eine Tür und da hinten ist eine fette Leiter. 86 Schuss. Alles klar. Da hinten ist irgendwo noch ein Zombie. Ja, da kommt er aus dem Schatten raus. So. Oh Gott. So. Die kriegen wir kaputt.
Sehr schön. Alles klar, Freunde. Ja, da haben wir jetzt hier zwei Wege. Sie ist von innen zugenagelt. Ich kann sie nicht öffnen. So, was ist das hier für eine Treppe? Ah, okay. Da kommen wir schon mal weiter. Das ist schon mal sehr gut. Alles klar, Freunde. Ah, das macht schon Spaß, das Spielchen, muss ich sagen. Oh, Hunde! Boah, die Hunde gehen aber schnell kaputt, muss ich sagen. Was ist das für ein komisches Geheule? Was ist das für ein... Ach, das sind die Insekten da hinten. Alles klar. Ah! Alter Schwede. Oh Gott. Hört euch diese Mücken an, ey. Oh, Himmels Willen. Wo sind wir hier? Da oben sich... Residenz? Was ist das denn da? Ah, guck mal, da ist ein Item. Da liegt ein Item. Marineausweis. Was zur Hölle? Marineausweis? Was hast du denn jetzt damit auf sich, sagt mal? Marineausweis. Sechseckiges Steinobjekt. Ein Bild eines U-Boots ist eingraviert. Ja, okay. Boah, dieses Mückengeräusch. So, Freunde. Dieses Mückengeräusch hier ist schon krass. Also, übelst eklig hört sich das an. So, ich habe hier doch gerade eben... Boah, diese Mücken. So, genau, da oben, da ist doch ein grünes Kraut. Das würde ich mir gerne holen. Boah, ein fetter Eingang. Kommen wir jetzt tatsächlich wieder in ein schönes Gebäude rein. Ja, das ist voll. Wir sind voll. Was? Was, 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 was? Was habe ich da gerade gemacht? Wartet mal, Freunde, ich komme gleich wieder. So, Freunde, da bin ich jetzt wieder an der Stelle und da gucke ich mir mal die Option an. Wollen Sie es jetzt benutzen? Ach so. Nö, brauchen wir natürlich nicht zu benutzen. Werde ich jetzt anders machen. Kombiniere damit Kräuter mischen. Und dann nehmen wir das bitte auch nochmal mit hier. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich grüne Kräuter. So, können wir hier rein? Oh mein Gott, wir können hier rein. Oh, krass. Okay. Wir können in ein Residenzgebäude. Wow. Haupthalle. Cool. Haupthalle, Freunde. Ah, nice. Okay. Eine Haupthalle. Oh, wie klassisch. Haben wir hier eine Kiste? Für die Muni habe ich keinen Platz. Ah, verdammt. Ich brauche eine Kiste. Was ist das denn jetzt? Ach, geil. Sicherheitsverriegelung aktiv. Zum Entriegeln ID-Nummer eingeben. Hab ich nicht. Wie cool, Freunde. Wie klassisch. So. Leider kann ich die Munition nicht mitnehmen, weil ich nicht wusste, dass wir hier tatsächlich in ein großes Gebäude kommen. Wie geil. Das ist cool. Das hat jetzt gerade sowas von Flashbacks. So, wo fangen wir denn jetzt hier am besten an? Coole Musik auch hier, ey. Bleiben wir erstmal unten, würde ich sagen, oder? Wir bleiben erstmal unten. Da oben kommen wir auch gar nicht rein in die Tür. Ach, ein schönes altes Gebäude, elektronisch verschlossen. Ach, wie cool. So, Freunde. Es ist so geil gerade, wie in den ersten drei Teilen auch. Oh Gott.
Was ist das denn? Was schwirrt denn hier schon wieder rum? Okay, was haben wir hier? Ich kann nichts mitnehmen. Nein. Oh Gott. Ah, Fledermäuse. Um Himmels Willen. Oh, Fledermäuse. Ja, dann. Keine Ahnung. Oh Gott. Na, ich drücke über aus Versehen hier ins Menü rein. Lauf einfach weg oder keine Ahnung. Die Wasserleitung ist defekt. Ach, ihr Drecksviecher. Wirklich. Oh, die schlagen mich ins gelbe Bereich? Ernsthaft? Die schlagen mich in den gelben Bereich? Was ist das denn jetzt schon wieder? Sie können keine Items mehr nehmen. Wir sind sowas von voll, Freunde. Aber wir können ja... Wartet mal. Das eine Kraut können wir benutzen. So, dann können wir das da mitnehmen. Was auch immer das ist. Stahlkoffer. Noch so ein Koffer. Ist das wieder so eine... Was haben wir hier drin? Stahlkoffer. Der Koffer ist abgeschlossen. Irgendwo müsste ein Schlüsselloch sein. Da. Ein einfaches Schloss. Ich könnte es mit einem Dietrich öffnen. Dietrich haben wir leider nicht, Claire. Sonst gibt es hier nichts, oder was? Doch, hier unten. Wartet mal. Hier, können wir rein. Noch mehr Muni. Oh, kann ich nicht irgendwas wegschmeißen? Wartet mal. Können wir nicht das Messer wegschmeißen? Nee, können wir leider nicht. Das ist so blöd. Ich brauche eine Kiste. Ich kann nichts mitnehmen. Hier liegen so viele gute Items. Nein! Verdammt, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja. Wir lassen den Koffer erstmal da liegen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Fledermäuse nochmal weggemacht, aber wie gesagt, wir sind noch im grünen Zustand. Deswegen möchte ich das grüne Kraut jetzt nicht benutzen und wir dürfen auch nicht so oft klicken im Menü. Alles klar, Freunde. Boah, ich brauche unbedingt eine Kiste, wo ich mal Sachen ablegen kann. Was soll denn das? Alles klar, hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Muni rumliegen. Aber wir müssen auch schon nach oben, ne? Wow, was für ein Riesengebiet. Alles klar, hier hinten ist zu. Da hinten ist zu. Ein silbernes Emblem ist eingraviert. Aber das hier? Ups. Nein. Alles klar, Freunde. Verdammte Axt. Ein großes Porträt hängt hier. Ah, okay. Aber eine Tür. Sonst sagt sie nichts. Okay, dann geh in die Tür, Claire. Ich hoffe, dass wir hier mal einen Safe-Raum oder sowas haben. Was soll denn das? Wir hatten bis jetzt noch gar keinen Safe-Raum. Ah. Freunde. Ah, das ist ein Safe-Raum. Na, Gott sei Dank. Ist hier auch eine Kiste? Da ist auch eine Kiste. Ah, Gott sei Dank. Das tut gerade gut. Schöne Musik hier. Ach, wie geil, Freunde. Alles klar. Ah, jetzt können wir uns wieder ein bisschen beruhigen. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, den Raum untersuchen wir tatsächlich beim nächsten Mal. Die Folge ist leider schon wieder voll. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Freunde, würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal.
Und ja, wenn ihr Bock habt, mal privat zu quatschen oder so, in der Videobeschreibung ist der Link zu einem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.